プレイステーション。Hey Grünschnabel, das ist ein Aufklärungstauchgang. Ich habe von Connor gehört, dass in diesem Gebiet jede Menge Treibgut in Küstennähe gesichtet wurde. Viele Trümmer an der Oberfläche. Dieser Tauchgang lohnt sich ganz bestimmt. Ich habe im Gefühl, dass da was Großes wartet. In diesen Gewässern sind Bergungsaktionen nicht gerade erlaubt. Deshalb müssen wir schnell sein. So, ich schicke dich mit den Bergungsdrohnen runter. Sie nehmen alles mit, was nicht festgenagelt ist. Ich brauche dein Urteil, um zu wissen, ob sich da unten etwas Wertvolles befindet. Das sind unbekannte Gewässer, aber wir werden dich bei jedem Schritt begleiten. Klar, alle Systeme einwandfrei, Kerl. Verbindung zum Bergungsanzug in 3, 2, 1, Showtime. Anzeigen aktiv und auf dem Schirm. Genieß die Show.
Anzeige leuchtet auf. Hier ist definitiv was Großes untergegangen. Der Karte nach zu urteilen wird das ein enger Abstieg. Aber hey, du hast JJ an der Winde und er ist der Beste im Geschäft. Du bekommst Gesellschaft. Wir haben mehrere Signale auf der Anzeige. Trümmer. Hier ist definitiv was Großes untergegangen. Und anscheinend erst vor kurzem. Connor, wo zur Hölle hast du mich diesmal hingeschickt? Wow, der Seismograf hat kurz aufgeleuchtet, Kerl. Irgendetwas bewegt sich da unten. Okay, Grünschnabel, du solltest einatmen. Das wird ein knappes Ding. Halte deine Augen offen, achte auf die Kabel und wackle nicht mit dem Käfig herum. Verstanden? JJ, gleichmäßig abseilen. Das ist wirklich riskant, aber auch der schnellste Weg runter. Wir haben eine Kommunikationsstörung. Kannst du mich hören? Wir lassen dich etwas langsamer herunter. JJ, ganz vorsichtig mit der Winde. Verstanden, Boss. Schön langsam. Hallo? Okay, die Verbindung steht wieder. Wir dachten schon, wir hätten dich endgültig verloren. Schön, dich wieder zu haben. Der Anzeige nach sind wir gleich durch, Kerl. Wir sollten jeden Augenblick die Höhle verlassen. JJ, kannst du die Lichter wieder einschalten? Schon besser. Was zum... Wo um alles in der Welt kommt das denn her? Das ist auf keiner Karte, die ich gesehen habe. Kein Wunder, dass Connor so verschwiegen war. JJ, irgendeine Idee, woher das stammen könnte? Nein, Boss. Es endet kein Signal. Und es gibt auch keine Berichte, dass hier etwas so Großes untergegangen ist. Dann sollten wir uns das mal ganz genau ansehen. Definitiv Militär. Das war erst vor kurzem. Das bedeutet, dass wir schon bald Gesellschaft kriegen. Oh, der Geigerzähler schlägt aus, Kerl. Okay, mach die verdammte Sirene aus.
Das ist ein ganz dicker Fisch. Wir haben nicht viel Zeit, aber dein Anzug wird dich eine Weile schützen. Wir haben also den Jackpot geknackt. Das ist ein Atom-U-Boot unbekannter Herkunft. Klasse. Einfach klasse. Wir erledigen also die Drecksarbeit für Connor. Okay, Grünschnabel, wir sammeln jetzt möglichst viele Infos über das Wrack. Ich gehe nicht mit leeren Händen. Was sagt die maximale Tauchzeit? Die Zeit ist gut, Kerl. Die Strahlung könnte eher ein Problem werden. Mist, der Seismograph schlägt wieder aus. Okay, achte auf herabfallende Trümmer. Wir haben nicht viel Zeit. Pass auf, ob du was Interessantes siehst. Die Drohnen erledigen den Rest. Irgendwas da unten gibt ein starkes Wärmesignal ab. Das könnte die Strahlenquelle sein. Die Kiste strahlt. Was auch immer in dem Behälter ist. Oh Gott. Das sollten wir für Connor finden. Ganz vorsichtig mit der Ladung. Lasst uns nichts da unten auslösen. Wir brauchen das Ding in einem Stück. Bringen wir es rauf und sehen nach, was wir da haben. Ich vermute, dass nicht nur wir diese Kiste wollen. Moment. Wir empfangen etwas Großes, das auf dich zukommt. Thank you.
Wir haben dich. Und einen Container voller Ärger. Stinkt normaler Tag im Büro, was? Das war ja mal ein erster Tauchgang. Jetzt kann ich dich wohl nicht mehr Grünschnabel nennen. Verdammt richtig. Krasser erster Tauchgang. Kerl, das Radar hat gerade etwas geortet, das sich uns nähert. Offensichtlich kriegen wir Besuch. Und ich glaube, dass wir haben, wonach Sie suchen. Connor, wo hast du mich da nur reingezogen?